Hallo und willkommen zu Albenrevue. Die nächsten beiden Episoden behandeln zwei Alben, die gar nicht so unterschiedlich sind und die zumindest für mich sehr komplementär sind. Ich behandle sie beinahe wie eine Art Doppelalbum und wenn ich mir das eine Album anhöre, kommt dann zumeist auch das andere dran. Sie sind auch beide in einem Aufwasch entstanden und die Musiker darauf sind zum gewissen Teil identisch. Die Rede ist von Ian Andersons erstem Soloalbum Walk into Light aus dem Jahr 1983. Und das 15. Studioalbum von Jethro Tull, Under Wraps, aus dem Jahr 1984. Räumen wir doch das Wichtigste aus dem Weg. Beide Alben werden von zahlreichen Tull-Fans regelrecht gehasst. In irgendwelchen Internetumfragen rangieren sie fast schon traditionell ganz am Ende der Liste. Und so möchte ich diesen Augenblick zum Anlass nehmen und zum Ausdruck bringen, dass Leute, die das denken, musikalisch gesehen ahnungslose Idioten sind. Denn beide Alben sind großartige Meisterwerke, die auf eine exzentrische Weise die Welt und den Sound der frühen 80er festhalten. Okay, ahnungslose Idioten war vielleicht etwas harsch, denn über den Geschmack kann man kaum streiten. Aber man möge doch auch einen gewissen kulturellen Grad an Frustration verstehen, der da entsteht, wenn ich eine Menge meiner Lieblingsplatten ständig als Schlusslichter irgendwelcher Erhebungen sehe, während die Spitze der Liste dann oft von einem offensichtlichen und oft unreflektierten Ergebnis bestritten wird. Ich bitte also um Nachsicht, dass man es manchmal ein wenig auf die Spitze treiben möchte. Fangen wir also in diesem Clip mit Walk into Light an. Es ist bekanntlich das erste Soloalbum von Ian Scott Anderson, den Sänger, Komponist und Flötist von Jethro Tull, der Mann, der ungeübten Journalisten auch schon mal 20-minütige Interviewantworten gibt, die nichts mit der Frage zu tun haben und mehr an einen Senior erinnern, der gerade mit sich selbst redet. Anderson wollte bereits 1980 ein Soloalbum herausbringen, doch das wurde dann die Jethro Tull LP A. Die Plattenfirma, immer gierig nach einem umsatzstärkeren Resultat, überredete ihn schließlich, es als ein Tull-Album herauszubringen, obwohl es, außer Martin Barr, keinen der anderen Tull-Musiker an Bord hatte. Anderson, der wohl bei der Zusammenarbeit mit diesen neuen Recken auf den Geschmack gekommen war, feuerte daraufhin die außen vor gelassenen drei Mitglieder, namentlich John Evan, David Palmer und Barrymore Barlow, und behielt das neue Team, ein Vorgang, der bis heute bei einigen Stirnrunzeln hervorruft. Der wunderbare Werdegang von Jethro Tull wurde stets auch von befremdlichen Kündigungen begleitet, die bis heute Andersons Image als Tyrann und musikalischer Diktator zementiert haben. Wie es oft so ist, teils zu Unrecht und teils zu Recht. Seit den 90er Jahren hatte sich die Musik von Jethro Tull zunehmend in Richtung eines sehr akustischen und natürlichen Stils entwickelt, eben mit der Absicht, eine Musik zu erschaffen, die problemlos in einer Live-Umgebung präsentiert werden kann, ohne viel technischen Aufwand. Damit wurde auch die massive Veränderung der Musikindustrie sehr erfolgreich antizipiert. Jethro Tull tauchte viel bei Festivals wie das Münchner Tollwood auf und wurde ohnehin zu einer sehr tourwütigen Band, die Konzerte von Südamerika bis nach Indien gibt. Und Anderson hat mehrmals betont, dass ihm der Schädel explodiert, sollte er jemals wieder das Handbuch für einen Synthesizer in die Hand nehmen. Und ja, das kann ich verstehen. Ich liebe Synthesizer, aber die Handbücher sind eine abstoßende Ausgeburt des menschlichen Geistes. Insbesondere deshalb, weil mit jedem neuen Keyboard- und Samplerprodukt, das da in den 80ern und 90ern herausgebracht wurde, sei es von Korg, von Yamaha, Akai oder von Roland, immer auch vollkommen proprietäre Sound- und Bedienarchitektur vorgestellt wurde. Mit anderen Worten, wenn man sich darauf einließ, musste man damit rechnen, immer wieder vom Neuen zu lernen, was die Sounddesigner des Instruments sich da eigentlich vorgestellt hatten. Und um das nervlich zu ertragen, sollte man auch ein wenig ein Geek sein, ein Audio-Nerd. Und Ian Anderson ist eindeutig kein Nerd. Aber in der kurzen Zeit zwischen 1982 und 1984, als die allerersten digitalen Synths herauskamen und außer ein paar Underground-Bands und ein paar New Romantics-Freaks niemand wirklich wusste, wie man sie bedient, hatte sich Anderson auf das Thema Elektronik gestürzt und sich darin komplett versenkt. Nach wenigen Jahren war es dann auch genug und diese Phase war vorüber. Übrig blieben verdutzte Fans, die vermutlich der Meinung waren, er hätte den Verstand verloren und eine der größten Prog-Rock-Bands in die musikalische Richtung von Bronski Beat und Depeche Mode geführt. Beide, auf dem Höhepunkt dieser Ära entstandenen Alben, bedienen sich einer Art Geheimwaffe in Form
des schottischen Keyboarders Peter John Vatassi, der bei seinem Eintritt in die Band ein Jahrzehnt jünger war als der Rest. Und ja, hier saß der eigentliche Elektronik-Geek, der diesem Thema Tür und Tor öffnen konnte. Das Ergebnis beeindruckt vor allem durch eine akustische Originalität. Denn Walk into Light klingt in keinster Weise wie die Synthie-Pop-Alben dieser Zeit. Man kann es nicht mit The Age of Consent von Bronski Beat verwechseln, das übrigens erst ein Jahr nach Walk into Light erschienen war. Oder mit Duran Duran oder den früheren Depeche Mode Sachen. Dieses Album hat einen eigenwilligen Stil. Die Synth-Sounds vermengen sich mit Querflöten-Solos und pathosgeladenen Akkordfolgen. Beide Alben haben keinen Schlagzeuger, sondern versuchen sich an Drumcomputern. Gerade dieses Detail brachte manch einen Fan zu Weißglut, als hätte da jemand einen Akt der Häresie begangen. Im Einzelnen gelingt der Einsatz des Drumcomputers mal besser und mal schlechter, doch es ist auch faszinierend, dem zuzuhören, denn noch befinden wir uns in einer Zeit, in der diese Art von Betätigung ein Experiment war. Die Leinwand der elektronisch orientierten Popmusik war weitgehend unbeschrieben. Irgendwelche Audiostandards gab es nicht. Natürlich führt das dazu, dass das Album gealtert ist, also keinen allzu universellen Sound hat, sondern im Gegenteil eine waschechte Konserve aus den 80ern ist. Es ist aus den frühen 80ern und es klingt nach den frühen 80ern. Das muss man natürlich mögen. Wenn man diesen Sound grundsätzlich nicht mag, dann hilft es auch nicht, es sich anzuhören. Doch man kann nicht behaupten, das Album sei grottenschlecht. Denn das Gegenteil ist der Fall. Was diese LP faszinierend macht, ist die Tatsache, dass es eigentlich ein Liedermacher-Album ist. Thematisch hätte es eher eine Musik werden können, die man auf einem Barhocker mit einer akustischen Gitarre in der Hand präsentieren kann. Doch stattdessen hat man musikalisch genau das Gegenteil gewählt, einen treibenden Synthesizer-Sound mit elektronischen Drumbeats. Allein diesen Grad an frecher Originalität muss man entsprechend würdigen. Die Lyrics sind sehr mächtig und sehr gut auf diesem Album. Ohnehin ist die Zeit zwischen 1977 und 1987 lyrisch Andersons beste Zeit. Ian Anderson hat sich stets dagegen verwahrt, als Poet bezeichnet zu werden. Nicht selten hatte man ihn mit Byron und Keats verglichen, doch ich teile da seine Meinung. Für mich ist er kein Poet, sondern ein Chronist. Seine Texte sind starke, gelungene Momentaufnahmen, die mit Sarkasmus und Anspielungen nicht sparen. Die Texte sind oft ein wenig verschlüsselt, doch nie verlieren sie sich in esoterischer Schwärmerei, wie es bei so vielen anderen Prog-Rock-Bands der Fall ist. Der Blick ist stets modern und fast schon tagebuchartig. Es ist beinahe etwas Journalistisches an den Songtexten. Da geht es eben um die englische Politik am Anfang der 80er, um das Auftreten des Homecomputers und der Frage, welchen Einfluss diese Technologie auf zwischenmenschliche Beziehungen haben wird. In 1983 eine verdammt gute Frage. Oder es geht um das Leben eines Pendlers, der jeden Tag denselben Zug besteigt, um in die Arbeit zu fahren. Und dies ist nicht unbedingt eine pessimistische Betrachtung. Ohnehin scheint Anderson ein Faible für Züge und Bahnhöfe zu haben, obwohl das ein wenig amüsant ist, gemessen daran, dass er seit den späten 60ern vermutlich nie wieder einen Zug betreten hatte und sich gerade in dieser Zeit nur mit Hilfe privater Charterjets und Limousinen mit Chauffeurs durch die Länder bewegt hatte. Das nur am Rande. Gerade das letzte Stück ist interessant und lässt mich immer wieder ein wenig schlucken. Es trägt den Titel Different Germany. Andersons Karriere ist sicherlich zu einem gewissen Punkt mit Deutschland verbunden, wo Jethro Tull stets euphorisch gefeiert wurde. Gerade Deutschland war für die Rockmusik der 70er und 80er eine dauerhafte Adresse, denn dies war die Zeit der berühmten Festivals, die manchmal ganze Tage dauerten. Ich war selbst bei einigen dabei, wenn ich mich auch nicht so gut daran erinnern kann, weil es einfach so unglaublich lange her ist. Different Germany beschreibt das stumme Wundern von Anderson bei der Begegnung mit den Deutschen. Mehr eine intuitive Verwunderung darüber, ob das noch dieselben Leute sind, die sie einige Jahrzehnte zuvor waren, als in Europa der größte aller Kriege tobte. Die Frage eines Briten danach, wie man mit Deutschland umgehen soll, ist sicherlich etwas, das in der Nachkriegsgeneration viele beschäftigt hat. Deutschland hat binnen einer einzigen Generation diesen epochalen Wandel von dem größten aller Schreckengespenste zu dieser überkorrekten Nation aus gut rasierten Businessleuten gemacht. Das zumindest ist der stereotype Blick der Welt auf Deutschland. Und obwohl ich manchmal diesen Text für etwas übertrieben hielt, kann ich ein wenig verstehen, woher Andersons leicht provokante Fragestellung kommt. Auch das Albumcover bricht mit der bombastischen, farbhysterischen Prognorm der 70er Jahre. Es ist
überwiegend schwarz-weiß. Anderson sieht auf dem Cover mehr wie ein moderner Gewerkschaftspolitiker aus. Das Ganze hat die Atmosphäre eines Fotolabors. Die Tracktitels stehen pragmatisch auf der Vorderseite. Ich finde, dass das ein sehr gutes Album ist und ich war von Anfang an ein Fan dieses seltsamen Sounds, der eben weder zu Synthie-Pop passt, noch zu der klassischen Prog-Rock-Musik. Es ist eben ein unikates Ding für sich selbst, das höchstens in dem ein Jahr darauf erschienenen Tull-Album Under Wraps einen Companion hat. Dieser Musik muss man sich eben ohne das manchmal überflüssige Geschwurbel eingefleischter Ultra-Fans nähern, die eben immer alles besser wissen, doch in Wirklichkeit irgendwo bei Thick as a Brick hängen geblieben sind und seitdem in einer Art Loop rotieren. Darum gebe ich diesem Album 4,5 Sterne. Ich halte es für ein sehr gelungenes Experiment, das ich mir immer wieder gern anhöre, mit großartigen lyrischen Stimmungsbildern. Und es ist eine meisterhafte musikalische Übung für ein noch besseres Album, das sogleich folgen sollte, nämlich dieses hier, Under Wraps. Darüber dann in der nächsten Folge. Mach's gut und glaub nicht alles, was fanatische Fans von sich geben.